Ja, wir haben mal wieder, oder ja doch mal wieder, für die Schokolade etwas gespendet. Wir machen das sehr, sehr gerne, weil wir der Meinung sind, gerade in der Schokolade in Langholthausen ist das Geld wahnsinnig gut aufgehoben, weil es doch ja, allen Menschen zugutekommt. Das ist ein sehr schöner Mittelpunkt hier geschaffen worden. Also ich bin jetzt schon ein paar Mal hier gewesen und immer wieder, wenn man kommt, sieht man, es entwickelt sich weiter und es passiert was. Und da sind wir immer wieder gerne dabei und tun auch immer wieder gerne einen Teil dazu beisteuern, damit das auch hier weitergehen kann. Und ich glaube, wenn irgendwo Geld gut investiert ist, dann definitiv hier. Von daher haben wir sehr, sehr gerne gemacht. Ja, wir vom Vorstand der Schokolade, auch vom Arbeitskreis, freuen uns natürlich sehr über die großzügige Unterstützung, die wir hier in dem Bereich immer wieder gebrauchen können. Denn ich sag mal, wir haben zwar auf der einen Seite öffentliche Fördermittel, brauchen die öffentlichen Fördermittel dann natürlich aber auch, müssen wir die Projekte jeweils ausschreiben. Es gibt aber auch andere Dinge, da müssen wir mal spontan entscheiden, müssen wir aber auch auf kleinen Dienstwege mal Anschaffungen machen, so wie zum Beispiel den Vorhang hier vorne. Den haben wir dann jetzt ganz gezielt angeschafft. Der wird im Dorf mitgenutzt. Vor allen Dingen auch die Theatergruppe, die konnte den jetzt schon sehr gut nutzen. Und ja, sie hat den Raum hier schon als ihr Wohnzimmer erkannt und freut sich, dass sie hier ein neues Zuhause hat.